Wie gefällt Ihnen denn der Remlinger Eierlauf? Ja, sehr gut. Ist schön, dass man hier so ein Brauchtum pflegt und macht auch immer Spaß zuzuschauen. Ja, ist eigentlich ganz nett, wenn es gutes Wetter ist vor allem. Wie gefällt euch denn der Remlinger Eierlauf? Gut. Gut. Ja, ist sehr interessant. So ein Volksfest. Ich komme aus Sachsen und da ist sowas nicht so üblich. Sehr gut. War selbst Eierläufe dabei. Dreimal, zweimal gewonnen, einmal verloren. Endlich ist es soweit. Es ist Ostermontag, der Tag des Remlinger Eierlaufes. Wir haben die Ehre, live vor Ort dabei zu sein und trotz des schlechten Wetters für Sie zu berichten. Wir sammeln die Eier ein und zwar geht es um die Hubeier, was die Tradition rausspricht von 1738 von der Gräfin Castell Dorothea. Die hatte damals den Hubeier, den Zehntel der des Hubes erlassen an die Burschenschaft. Und das erfolgt gerade. Wir sammeln jetzt die Hubeier ein. Was wird denn mit den Eiern, die ihr sammelt, gemacht? Also wir brauchen die Eier zum einen für den Wettkampf. Da brauchen wir 75 Eier dafür. Die muss der Sammler ja dann wieder einsammeln. Dafür werden ja eigentlich die Eier eingesammelt. Früher war das noch so, die restlichen Eier wurden früher dann unter die Eierlaufsburschen aufgeteilt. Das war natürlich nochmal ein gutes Einkommen nochmal für die einzelnen Eierlaufsburschen. Das hat sich natürlich jetzt über die Jahre dann verändert. Und heutzutage haben wir es die letzten Jahre immer dann noch an die Bäcker dann verkauft und die haben das dann gleich wieder zum Backen verwendet. Ja, gerne. Ja, natürlich. Wir haben gerade erfahren, dass diese beiden jungen Herren die Hasen sind. Was ist denn ein Hase? Das erste Jahr bei hier halt mitmachen, bei der Tradition hier. Und ab wann darf man mitmachen? Ab 16. Warum muss man immer Eier trinken, beziehungsweise wann muss man ein rohes Ei trinken? Ja, also wenn man ganz neu dabei ist, das ist dann der Hase und der Hase muss eigentlich immer mindestens eins trinken. Ich habe es hier mit einem Hasen zu tun, der zum zweiten Mal Hase ist. Wie kann sowas passieren? Ja, ich war letztes Jahr im Aussiedlerviertel, das heißt die äußeren Hof- oder Ex-Einbewohner von Remlingen. Mhm. Und das heißt, dass ich dieses Jahr noch mein Remlingen-Selbeinviertel besuchen muss. Okay. Und das heißt, dass ich dort nochmal als Hase tätig bin. Und im dritten Jahr wärst du dann ein aufgenommenes Mitglied sozusagen? Ja, also vorgesetzt, dass nochmal ein Hase zu mir kommt ins Viertel. Okay, und wenn kein Hase käme, müsstest du dann nochmal Hase sein? Ja, dann ist man nochmal Hase. Also man kann sehr oft Hase sein, wenn es blöd läuft? Ja, also ich glaube, nach dem dritten Jahr ist man ein ewiger Hase. Ach je, dann wünschen wir dir das natürlich nicht. Beim Remlinger Eierlauf gibt es Läufer und Sammler. Wir haben die Ehre, mit einem ehemaligen Läufer zu reden. Vielen Dank. Erzähl uns doch mal, was macht ein Läufer? Also ich bin letztes Jahr beim Eierlauf gelaufen. Also es gibt einen Sammler und Läufer. Der Läufer läuft 2 Kilometer zum Eierlaufstein und wieder zurück und muss dort ein Ei an den Stein werfen, damit er kennzeichnet, dass er hier gewesen war. Und dann wieder zurück zum Sportplatz. Und derjenige, der die Aufgabe als erstes gemeistert hat, der hat den Eierlauf gewonnen. Und wer hat meistens die besseren Chancen, Sammler oder Läufer? Meistens der Sammler, aber letztes Jahr habe ich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, also sehr sportlich. Genau, ja. Was würde passieren, wenn man das Ei unterwegs verliert? Kann sowas vorkommen? Oder? Also, das kann schon passieren. Man hat 2 Eier. Eins ist eigentlich zur Stärkung, falls dass er wieder den Heimweg gut schafft. Ich habe letztes Jahr das eine Ei kaputt gemacht und hatte zum Glück noch 2 Eier. Wir laufen jetzt runter zum Schafshof, da sammeln wir uns alle. Und von dort aus marschieren wir dann alle zusammen vor zum Marktplatz zur Auslosung, wo dann eben die 2 besagten Läufer und Sammler dann gelost werden unter den Eierlaufsburschen und gegeneinander antreten müssen. Wir befinden uns nun auf dem Feuerwehrplatz der Ortschaft Remlingen und hier sammeln sich alle Eierlaufsburschen, die dieses Jahr mitgewirkt haben, um dann gemeinsam zum Marktplatz zur großen, spannenden und aufregenden Verlosung zu gehen. Ha ha ha.
herzlichen Glückwunsch. Oh, nee. Doch, herzlichen Glückwunsch zu deiner Anmeldung. Was bist du, Sammler oder Läufer? Ich bin Läufer. Dann drücken wir dir ganz fest die Daumen. Ja, danke schön. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Anmeldung. Was bist du denn? Nervös. Nervös, alles klar. Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Hast du schon mal machen müssen? Nein, erste Mal. Erste Mal. Richtig. Dann. Toi, toi, toi. Danke. Die Regeln sind, also es werden 75 Eier jetzt für den Sammler ausgelegt. Mhm. Zwischen den Eiern sind 62 cm Abstand. Und der Sammler muss jetzt am einen Ende von der Eierlinie beginnen, rennt zum anderen Ende, nimmt dann Ei auf, rennt zurück, wirft es dann in den Korb und rennt dann zum jetzigen Ende und nimmt dort wieder ein Ei auf und rennt wieder zurück. Und das entspricht ungefähr der Strecke, die der Läufer zum Eierlaufstein rennen muss. Der Eierlaufstein ist irgendwo nach da hinten in die Richtung 2, irgendwas Kilometer, ich weiß es gerade echt nicht. Und das ist ungefähr die Strecke und wer eben dann, der rennt dahin, wirft ein Ei dagegen als Beweis, dass er da war, rennt wieder zurück und wer als erster fertig ist, hat gewonnen. Dies hier wird die Gasse, in der der Sammler seine Eier sammeln muss. Ein schmaler, enger Pfad, mal schauen, wie es wird. Auf die Plätze, fertig, los! Was meinen Sie denn, wer gewinnt? Läufer oder Sammler? Ich weiß nicht, wer Läufer und Sammler im Moment ist. Ihr Sohn ist Sammler. Mein Sohn ist bestimmt ein Sammler. Also konditionsmäßig ist er fitter. Ich weiß nicht, wer ist der Läufer jetzt? Kilian Allmann. Kilian, keine Chance. Der Sammler. Warum? Ich habe es das letzte Mal, ich habe es vor 2 Jahren schon mal gesehen, Da hat auch der Sammler gewonnen. Wahrscheinlich der Läufer. Der Läufer da draußen. Wahrscheinlich. Weil es ist bei trockenes Wetter läuft, gewinnt der Läufer. Weil, ja, das ist... Auf jeden Läufer. Fall Läufer. Alles klar, danke schön. Das ist nicht so einfach, wenn ihr euch noch auf den Beinen halten könnt. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Danke. Hättest du gedacht, dass du es schaffst? Ja. Okay. Nee, hätte ich nicht. Nein. Weil ich keine Kondition habe. Aber. Allerherzlichsten Glückwunsch. Danke. Und heute gibt es jetzt alles umsonst, habe ich erfahren. Oh ja, danke zum Glück. Dann lass es dir schmecken. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch erstmal, dass du es überstanden hast. Ja, danke schön. Wie fühlt man sich so? Ja, kaputt, aber jetzt geht's wieder. Nur der Berg am Ende, das ist der Wahnsinn, ey. Und mit dem Ei hat alles geklappt oder ist dir eins unterwegs kaputt gegangen? Nee, beide haben eigentlich getroffen, nur das eine hat man nicht so gesehen, deswegen musste ich halt nochmal drauf werfen. Ein Glück, dass du also eins noch dabei hattest. Ja. Okay. Dann feier jetzt heute schön, kriegst du alles umsonst, gell? Ja, krieg ich. Dankeschön. Viel Spaß. Jo, danke. Ich habe die Ehre, mit dem Remlinger Eierlaufsbürgermeister zu sprechen. Wie wird man sowas? Man wird gewählt von den Burschen, das heißt, man stellt sich halt zur Wahl und dann entscheiden die Burschen drüber, wer das werden soll. Und ist es dann auf ein Jahr? Auf ein Jahr immer begrenzt, jedes Jahr Neuwahlen. Was sind denn dann so Ihre Aufgaben als Eierlaufsbürgermeister? Ja, wir gucken halt, wir sind ein Gremium von 5 Leuten und gucken natürlich, dass alles läuft und der Bürgermeister hauptsächlich halt für die Presse, für die Bevölkerung als Ansprechpartner ist, falls es da Probleme oder Interviews oder sonstiges gibt. Und ist es Ihr erstes Jahr? Mein zweites. Macht's also Spaß? Ja, ja, klar, natürlich. Also Remlingen, der Eierlauf ist einfach Brauch und Tradition. Und ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man auch dazu was beitragen, dass das funktioniert. Waren Sie denn früher selber mal Eierlaufsbursche? 15 Jahre lang, ja. Dann vielen Dank. Danke, bitte. Das war also der Remlinger Eierlauf 2012. Wir hatten die Ehre, mit dem Remlinger Eierlaufsbürgermeister zu sprechen, haben Läufer und Sammler interviewt und viele Impressionen gesammelt. Wir hoffen, dass Sie nun einen kleinen Eindruck davon bekommen haben, wie es hier zugeht beim Remlinger Eierlauf.